Und die Hoffnung, dass man denkt, jetzt geht es aber dem Horizont entgegen. Jetzt kann es nur besser werden. Die 68er hatten kein richtiges Menschenbild. Bei denen fängt der Mensch erst mit der Professorenstelle an. Die Opposition, das alles in Frage stellen, dadurch haben wir Deutschland ganz entscheidend verändert. Das war sicher ein Fehler der 68er-Generation oder mehrerer Leute aus dieser Generation, dass man glaubt, man könne Maßstäbe setzen. Sondern du musst viel kleiner anfangen, nämlich bei dir selber und bei deinen Kindern. Die 68er-Generation. Was ist aus ihnen geworden? Vier Porträts, vier Positionen, die so unterschiedlich sind wie die 68er selbst. ...1968 stehen hochfliegende Projekte auf dem Programm. Menschheitsträume wie der Flug zum Mond. 4. April. Die USA starten Apollo 6 ins Weltall. Der unbemannte Testflug der Saturn-Rakete ist nur ein Teilerfolg. Es ist noch ein ganzes Stück Weg bis zum Ziel. Zwei weitere Missionen werden 68 folgen. Unten auf der Erde weht der Wind des Wandels. Passau in Niederbayern. Der Stadtrat muss im Frühjahr 1968 eine knifflige Entscheidung treffen. Sitte und Anstand sollen gewahrt bleiben. Im prächtigen Ratssaal wird gehandelt. Die Stadtväter verabschieden eine neue Bekleidungsordnung für das städtische Freibad. In der katholischen Bischofsstadt soll weiter züchtig gebadet werden. Das Bikini-Verbot aus dem Jahre 68 befindet sich bis heute im Archiv der Stadt Passau. Ja, es ging darum, dass die Satzung des Schüttbares überarbeitet wurde. Und da wurde dann eben beschlossen, dass eben der Bikini, der Zweiteiler, im Schüttbad verboten ist. Es ist der Versuch der Stadtväter von Passau, die Zeit anzuhalten. Doch selbst im braven Niederbayern regt sich leise, aber unüberhörbar weiblicher Widerspruch. Das war einfach für uns eine Einschränkung, die wir nicht akzeptieren wollten. In den westlichen Metropolen von New York über Paris bis Tokio stehen Mitte der 60er Jahre die Zeichen auf Sturm. Ein besonderes Experimentierfeld ist die Mauerstadt West-Berlin. Viele Kinder des Wirtschaftswunders wollen nicht mehr so wie ihre Eltern. Am Anfang sind es nur einige wenige. Sie gammeln einfach rum. Brave Bürger sind entsetzt. Ja, und dann noch vor Gotteshaus. Ihr solltet euch schämen. Wir kommen von dort und bei uns gibt es Gott sei Dank sowas nicht. Wir sind hier im Urlaub. Wenn er nicht bald verschwindet, dann nehme ich die Strenge, dann brenne ich die Haare ab. Früher hat man sowas verbrannt. Bloß kein Spießer sein. Demonstrativ Zeichen setzen. Lange Haare, ungeputzte Schuhe, kurze Röcke. Das Anderssein-Wollen in Mode, Musik und Haartracht provoziert. Soll es auch. Doch für die Jungen geht es bald um viel mehr. 1968 beginnt genau genommen 1967. Der Schah von Persien besucht West-Berlin. Es gibt Proteste und Straßenschlachten. Die Polizei greift mit aller Härte durch. Am Abend des 2. Juni 67 unweit der Deutschen Oper wird der Germanistikstudent Benno Ohnesorg erschossen. In einem Hinterhalt. Der Schütze, Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras. Staatliche Stellen sprechen von Notwehr. Es ist der Schuss, der 68 befeuert. Den Fall übernimmt Horst Mahler, Staranwalt der APO, der außerparlamentarischen Opposition. Bei der nächtlichen Obduktion des Leichnams von Benno Ohnesorg ist Mahler mit dabei.
Und dann haben sie das, diese Stelle aufgeschnitten. Dann höre ich heute noch dieses Klicken der Kugel in dieser Nierenschale. Und dann war klar, das war also ein praktisch aufgesetzter Schuss hinterm Ohr rein. Diese ganze Notwehrthese war damit zusammengebrochen. Polizist und Schütze Karl-Heinz Kurras jedoch kommt vor Gericht frei. Er wurde freigesprochen, aber es war kein Mangel an Beweisen. Nicht, die Sache war bewiesen, aber er ist freigesprochen worden. Das war eben auch ein sehr einprägsames Erlebnis in der Justiz. Wer den umstrittensten 68er besuchen will, muss ins Gefängnis. Keiner aus dieser Generation hat einen so bizarren Lebensweg wie der ehemalige Anwalt Horst Mahler. 1968 ist er links. Der Feind ist das international organisierte Kapital. Venceremos. 1973 ist er radikal. Mit der bürgerlichen Justiz muss endgültig gebrochen werden. Mit den Bütteln des Kapitals redet man nicht, auf die schießt man. 2004 ist er radikal rechts und Holocaustleugner. Es ist eine Lüge, dass wir 6 Millionen Menschen fabrikmäßig umgebracht haben. Wegen Volksverhetzung sitzt Horst Mahler in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg-Havel. Gefangenenbuchnummer 550-17-2. Insgesamt 18 Jahre seines Lebens verbrachte er bislang in Gefängnissen. Der Preis für einen ideologischen Brandstifter. Erst in den Reihen der terroristischen Roten Armee-Fraktion, dann als überzeugter, unbelehrbarer Nationalsozialist. Ist es das alles wert gewesen? Das ist keine Frage, wie kann man das sagen, ob es wert war. Es war notwendig. Der 82-jährige Mahler ist an den Rollstuhl gefesselt. Vor 3 Jahren wurde ihm der linke Unterschenkel amputiert. Folge einer schweren Diabetes. Doch er gibt keine Ruhe. Im Internet lässt er seit vielen Jahren seine Propaganda verbreiten und findet dort Unterstützer. Mindestens bis 2020 wird er hinter Gittern verbringen müssen. Das Prinzip Mahler. Provokation bis zum Äußersten. Er stellt sich außerhalb aller Grenzen, die sich die Gesellschaft gesetzt hat. Das war mir eben dieses Problem des Mitmachens in dieser Gesellschaft. Das hat sich schon sehr früh gestellt und ich wollte nicht mitmachen. Mahler wächst im niederschlesischen Hainau im heutigen Polen auf. Der Vater ist Zahnarzt und überzeugter Nazi. Für den Führer wird gebetet. Sohn Horst, 1936 geboren, will Politiker werden. Er übt vor dem Spiegel Hitlerreden. Politisches Leben so zerfetzt und zerrissen ist. Das war ein durch und durch nationalsozialistisches Elternhaus, voller Begeisterung, trotz dieser Erfahrung, dass der Bruder meiner Mutter von der SS erschossen wurde, als SA-Mann. Das hat also der, ich sage nicht Begeisterung, sondern der Liebe zum Führer überhaupt keinen Abbruch getan. Kindheitsmuster eines Nazis. Als das Dritte Reich untergeht, flüchtet Familie Mahler nach Dessau-Roßlau. Vater Willi weiß nicht mehr weiter. 1949 will er seine ganze 6-köpfige Familie auslöschen. Am Ende begeht er alleine Suizid. Was ich es im Nachhinein sehr merkwürdig finde, dass wir in der Familie darüber nie gesprochen haben. Weder unter den Geschwistern noch mit der Mutter. Das Tabu bezog sich jetzt auf die Situation, dass der Vater also Selbstmord begangen hat und uns nicht zurücklassen wollte. Mutter Mahler zieht mit ihren 4 Kindern nach West-Berlin. Horst wird nicht Politiker. Er studiert Jura an der FU Berlin, stets mit den besten Noten, gefördert von der Studienstiftung des deutschen Volkes. Was zeichnet einen guten Anwalt aus? Er darf sich nicht einschüchtern lassen von der staatlichen Autorität. Mahler ist der Anwalt der 68er-Revolte. Er verteidigt prominente Kommunarden wie Rainer Langhans und Fritz Teufel. Er marschiert in der ersten Reihe gegen den Springer-Konzern. Im Mai 1970 taucht Mahler in den Untergrund ab. Anfang 1971 verfasst er für die RAF die Schrift
über den bewaffneten Kampf in Westeuropa. Rechtfertigt der Zweck alle Mittel? Also das sind so Klischees, die man jetzt... Das war eine Auseinandersetzung, die in diese Richtung ging, wo politische Kräfte aufeinandertreffen und da fließt nun mal Blut. Und wer das also von vornherein nicht will, der soll zu Hause bleiben. Das muss er eingehen, dieses Risiko. Mahler, ein Zyniker der Macht, ohne jede taktische Zurückhaltung. Seine Karriere als Kämpfer endet im Oktober 1970. Er wird verraten und mit Toupet festgenommen. Deckname James, wie James Bond. In der Hosentasche eine Pistole mit 22 Schuss Munition. Seine erste Haftzeit dauert 10 Jahre. Verteidigt wird er von Hans-Christian Ströbele und Otto Schily. Im Gefängnis löst sich Mahler von der RAF. 1975 lässt er sich nicht gegen den entführten CDU-Politiker Peter Lorenz austauschen. Er setzt nun auf die maoistische KPD und die Arbeiterklasse. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich durch den Kampf der revolutionären Massen gegen dieses kapitalistische Ausbeutersystem die Gefängnistore für alle politischen Gefangenen öffnen und dass die gegen mich gefällten Terrorurteile hinweggefegt werden. Mahler als Märtyrer, die Paraderolle seines Lebens, der unbeugsame Gefangene, als Retter der Arbeiterklasse, der Menschheit oder des deutschen Volkes. 1980 kommt Mahler frei. Bei seinen ersten Resozialisierungsversuchen als Ex-Terrorist lässt er sich von einem Kamerateam begleiten. Behördengänge, Antrag auf Lohnsteuerkarte im Bezirksamt. Um seine Wiederzulassung als Anwalt kümmert sich Gerhard Schröder. 1988 kann er wieder eine eigene Kanzlei eröffnen. Es wird still um Mahler. Eine Zeit lang sympathisiert er mit der FDP, dann mit der NPD. Seine alten Weggenossen, die 68er, werden Mahlers Hauptfeinde. Seitdem führt er mit wilden Verschwörungstheorien Krieg gegen seine Generation und seine eigene Geschichte. Wir waren die nützlichen Idioten des Systems. Das war das Programm der Zersetzung des deutschen Volkes, um es als politischen Faktor in Europa auszuschalten. Mahlers Marsch durch die Institutionen hat ihn radikalisiert. Von extrem links nach extrem rechts. Er bleibt sich treu, obwohl er ständig die politischen Farben wechselt. Immer wieder provoziert der einstige 68er, als wäre es eine Auszeichnung für ihn, eingesperrt zu sein. Wenn Sie in den Spiegel schauen, sind Sie da angekommen, wo Ihr Vater war? Also, dass Sie ein überzeugter Nationalsozialist sind? Ja, und das ist ein beglückendes Erlebnis. Horst Mahler, ein Leben hinter Gittern. 10 Jahre Haft wegen seiner RAF-Mitgliedschaft. 8 Jahre mittlerweile wegen Volksverhetzung. Derzeit sind 6 weitere Verfahren gegen ihn anhängig. Alle wegen Volksverhetzung. Wiebke Bruns, dieser Termin war ihr wichtig. Es ist kein Ausflug, keine Wandergruppe. Die 80-jährige Journalistin war Westdeutschlands erste Nachrichtensprecherin. Zum ersten Mal besucht sie eine Gedenkfeier in der Nähe von Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Erinnert wird an 2000 Opfer im KZ-Außenlager Langenstein. Die Häftlinge mussten dort bis in die letzten Kriegstage Stollen graben. Hier sollten Flugzeugmotoren für den sogenannten Endsieg produziert werden. Häftlinge aus den KZs, die nicht meutern konnten, denen man ganz einfach eins auf den Kopf schlug, wenn sie nicht parierten. Wenn sie verreckten, was lag schon daran? Eine Geschichte, die 73 Jahre alt ist. Für Wiebke Bruns, die Tochter eines hingerichteten Widerstandskämpfers vom 20. Juli, ist sie nicht vergangen. Bis heute nicht. Warum ist das so? Na, das ist essentiell. Wenn wir das nicht mehr tun, dann können wir auch aufhören zu existieren. Was sollten die Jungen wissen? Warum ist es so existenziell? Na, weil diese Form von gebündelter Grausamkeit, die auch noch mit unserer Bevölkerung verbunden ist, da haben ja viele Leute fröhlich mitgemacht, darf man nicht vergessen. Natürlich nicht, muss man wach halten. Halberstadt, hier wurde sie geboren. Sie kommt nur noch selten hierher.
Wie so viele ihrer Generation hat Wiebke Bruns die ganze Welt bereist, privat und beruflich. Hallo. Aber in der Stadt zu Füßen des Harzes hat sie noch ein paar gute Freunde. Hallo, mein Schatz. Hallo. Wir sind im Partnerlook. Rosé, hast du das schon gesehen? Jetzt sehe ich das, ja. Ich bin aber natürlich intensiver. Wiebke ist die jüngste Tochter der einst wohlhabenden Großbürgerfamilie Klamroth. Was geblieben ist, sind ein paar alte Filme und jede Menge Erinnerungen. Mit Landhandel und Saatgut machten die Klamroths ihr Geld. Die Familie war deutschnational und preußisch bis in die Haarspitze. Vater Hans Georg, er drehte die Filme. Hier ist er mal zu sehen, der Offizier des SS-Reservesturms. Als Wiebke 5 Jahre alt ist, wird der Vater als Mitwisser des Attentats auf Hitler im Juli 1944 verhaftet. Sein Vergehen? Er war nicht bereit, Kameraden zu denunzieren. Volksgerichtshofpräsident Freisler brüllt ihn erst nieder, dann verurteilt er ihn als Hochverräter zum Tode. Der Angeklagte Hans-Georg Klamroth. Haben Sie dem Führer den Eid geleistet? Jawohl. Ja. Und zwar doppelt. Als Parteinosse und als Soldat. Die Klamroths verlieren alles. Haus, Hof und Heimat. Mutter Else zieht mit ihren 5 Kindern in den Westen. Wiebke wird von einer zur anderen Schule geschickt. Sie muss sich alleine durchbeißen und gerät in Konflikt mit den strengen Sitten der Nachkriegsjahre. Es war halt alles sehr restriktiv und sehr spießig und sehr eingeengt, so muss man es wohl nennen. Ich durfte zum Beispiel im Internat, das war Plön jetzt, ich durfte keine Hosen tragen. Ich besaß aber nichts anderes außer Hosen. Und auch gar nicht einzusehen, warum nicht. Dieses war, glaube ich, ein Schlüsselsatz, eben dieses nicht einzusehen, warum nicht. Also, dass man immer zu irgendwas vor die Nase gesetzt kriegte von dem Zeitgeist, was man so nicht akzeptieren konnte. Mitte der 50er Jahre erfährt Wiebke im Internat vom Schuldirektor, was es heißt, Tochter aus einer in Ungnade gefallenen Familie zu sein. Er hieß Erwin Schmidt und ich flog dann auch aus diesem Internat raus. Und als ich mich dann also pflichtschuldigst verabschiedete, sagte er, es sei ja kein Wunder, dass ich einen schlechten Charakter hätte, denn mein Vater sei schließlich Hochverräter gewesen. Wiebke muss 3-mal das Internat wechseln. Sie rebelliert gegen Lehrer, Vorschriften und Regeln. So beginnt ihre ganz persönliche Revolte lange vor 1968. Mit dem Kopf durch die Wand, das ist der gerade Weg. Ein typischer Wiebke-Brunsatz. Sich nicht verbiegen, alles in Frage stellen, neugierig bleiben. Die Wahlberlinerin braucht dafür keine Satzung, kein Verein, keine 68er-Bewegung. Wiebke wird in den 60ern Journalistin, ihr Traumberuf. Dafür tut sie fast alles. Sie jobbt während des Studiums in Hamburg als Model, schleppt beim NDR Kabel, geht zur Bild-Zeitung. Bei Springer kündigt sie nach 1 Jahr das Volontariat, weil ihr die politische Richtung nicht passt. Schließlich eine kleine, aber kulturelle Revolution. Sie wird beim ZDF die erste Nachrichtensprecherin der Bundesrepublik. Von ihrer Premiere gibt es zwar keine bewegten Bilder, aber eine klare Ansage aus dem Jahre 1971, was sie will. Für mich ist die Tatsache, dass eine Frau Nachrichten vorträgt und das einigermaßen glaubwürdig macht, im Grunde eine Selbstverständlichkeit, weil Nachrichten sind halt etwas, was uns alle angeht, völlig unabhängig von der Tatsache, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Und ich weigere mich immer ein bisschen so die Position einzunehmen, Nachrichten oder auch Katastrophen sind Dinge, die von Männern gemacht sind. Die Frauen weinen darüber. Allein unter Männern. Natürlich ist Wiebke Bruns eine Ausnahme- und Alibi-Frau. Aber sie wird Vorbild für eine ganze Frauengeneration. Auf eigenen Füßen stehen, eine unabhängige Journalistin sein, keine Sprechpuppe. Das ist ihr wichtig. Sie sagt, es ist mir egal, dass viele Zuschauer mich nicht mögen. Wie waren die Reaktionen? Die waren säuisch. Und zwar vorwiegend von Frauen. Die fanden, ich solle gefälligst nach Hause gehen und sollte mich um Mann und Kinder kümmern. Und was ich da überhaupt wollte.
Nach genau 380 Sendungen Heute Nachrichten ist Schluss. Wiebke Bruns kündigt den Traumjob von sich aus. Nur Nachrichten verlesen reicht ihr nicht mehr. Sie porträtiert Willy Brandt, wird Korrespondentin für den Stern in Israel und in den USA. Trifft wichtige Politiker. Nebenbei zieht sie zwei Töchter groß. Die Bunte nannte sie damals die Jeanne d'Arc der 68er. Unsinn, wehrt Bruns ab. Die Journalistin lebt einfach vor, was die Protestbewegung in großen Abhandlungen und Konferenzen proklamiert. Ich bin nicht in Ehrfurcht erstarrt, bloß weil jemand anderthalb Seiten Text geschrieben hat, die man nicht versteht. Ich fand es albern, dieses Soziologendeutsch, was sie geredet haben. Ich fand es albern, dass die so immer zu Recht hatten. Ich dachte, das kann nicht sein. Was sie mit den 68ern verbindet, ist das bis heute schwierige Verhältnis mit dem eigenen Vaterland. Es ist kein Zufall, dass ihr Lebenswerk, Meines Vaters Land, ihr größter Erfolg wird. Ein Bestseller in 19 Sprachen übersetzt. Offen, schonungslos, selbstkritisch. Eben typisch Wiebke Bruns. Wenn du ein Leben lebst oder einen Beruf hast oder so, der ein bisschen jenseits der normalen Spur ist, dann kriegst du automatisch auf irgendeine Art und Weise Ärger oder so. Das schadet ja aber nichts. Ärger stählt. Ich habe nie irgendwie Schwierigkeiten gehabt, mich mit irgendjemandem rumzuzanken. Es sei denn, ich war hochmütig. Und dann kriegte ich eins auf den Deckel und das war auch in Ordnung. 1968 forciert die NASA ihr Mondprogramm. Apollo 7 startet mit drei Astronauten und umrundet erfolgreich die Erde. Zum ersten Mal ist eine Fernsehkamera an Bord. Weiter unten wird von einer neuen Gesellschaftsordnung geträumt. So viel Aufbruch war nie. Mit roten Fahnen und in klapprigen Gefährten machen sich Studenten auf den Weg nach West-Berlin, um gegen den Krieg der Supermacht USA in Vietnam zu demonstrieren. Sie wollen den 27-jährigen Soziologiestudenten Rudi Dutsch gehören. Er steht an der Spitze der Protestbewegung. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Ganz im Gegenteil. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Er war eine faszinierende Person. Er hatte wirklich ein echtes Charisma, muss man sagen. Und er war ein netter Kerl. Also den habe ich schon sehr bewundert. Ich fand zwar, er war hässlich wie die Nacht, aber die Energie, die er ausstrahlte, fand ich schon toll. Februar 1968. Licht an im Audimax der TU Berlin. Eigentlich wird hier gelehrt, geforscht und geprüft. Doch nun heißt es, die Zeit ist reif für die Weltrevolution. 5000 Teilnehmer, vorwiegend linke Studenten, sind aus dem Häuschen. Sie lassen Ho Chi Minh hochleben, den nordvietnamesischen Diktator und Revolutionär. Zu Hause wartet Ehefrau Gretchen, damals 26 und amerikanische Staatsbürgerin. Die Dutschkes sind gerade Eltern geworden. Es war eine Stimmung, dass etwas gemacht werden könnte. Also es hängt davon ab, natürlich, wie man Revolution bestimmen will. Wenn man sagt, man geht hin, ich weiß nicht, mit einer Armee und die Macht übernimmt, natürlich nicht, so war es nicht. Sondern man dachte, man könnte die Bevölkerung überzeugen. Rudi Dutschke begeistert die Menge. Auf der Anklagebank die USA. Aus Tübingen angereist, Gerd Kühnen, 24 Jahre alt. Das war schon für mich so was wie ein Erweckungserlebnis. Und das erreichte einen, weil man sich irgendwie als Revolutionär definierte. Nur um was für eine Revolution es genau gehen sollte, wusste man eigentlich noch nicht. West-Berlin im Ausnahmezustand. Bilder, die in die Welt hinausgehen. Auf dem Kudamm soll die Bevölkerung hüpfend vom Kampf gegen den US-Imperialismus überzeugt werden. Und auch die Tatsache, dass man auf der Straße hüpfte. Diese ganzen Demonstrationszüge, die hüpfend stattfanden. Das sollte man mir mal heute zumuten. Dutschke raus aus West-Berlin. Gegenproteste formieren sich. Zehntausende gehen gleichfalls auf die Straße. Springers Boulevardblätter heizen die Stimmung weiter an, fordern, stoppt den Terror der Jungroten.
Die wollen ja hier bloß Unruhe stiften in Berlin, weißt du nicht? Da sollte mal richtig einen Arsch voll kriegen, damit er auf Deutsch gesagt, damit ihn das, was sein Vater versäumt hat, noch nachgeholt werden könnte, ja? Den sollte man im Sack stecken und über der Mauer schmeißen. Wenige Wochen nach diesen Protesten treffen drei Kugeln Rudi Dutschke. Es braucht weitere 50 Jahre, bis die Berliner Polizei zum ersten Mal die Projektile der Öffentlichkeit zeigt. Das Attentat vom Kurfürstendamm. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. West-Berlin steht unter Schock. Gründonnerstag, 11. April 68. Die Polizeimeldung von 16.35 Uhr. Der Hilfsarbeiter Josef Bachmann geht auf den Studentenführer zu. Er fragt, sind Sie Rudi Dutschke? Als dieser bejaht, sagt er, du dreckiges Kommunistenschwein. Er schießt ihm zweimal in den Kopf, einmal in die linke Schulter. Dutschke war mit dem Fahrrad unterwegs, Nasentropfen für seinen Sohn besorgen. Außerdem einen Artikel über den Prager Frühling abliefern, beim damaligen Konkretredakteur Stefan Aust. Es war natürlich ein grässlicher Schock, das darf man nicht vergessen. Also wenn jemand, den Sie kennen, mit dem Sie gerade unterwegs waren und wo Sie ja auch irgendwie so Teil einer Ereigniskette plötzlich sind, dann da niedergeschossen wird, dann war ja nicht klar, ob er das überleben würde. War eigentlich eher fraglich, war schrecklich. Dutschke überlebt schwer verletzt. 1979 stirbt er an den Folgen des Attentats. Die Schüsse von Ostern 68 werden zum Fanal. Nur Stunden nach dem Anschlag entlädt sich die Wut der Studenten gegen die Bild-Zeitung. Springer-Mörder rufen 2000 Menschen und versuchen, das Pressehaus zu stürmen. Unter den Demonstranten Hans-Christian Ströbele. Ich war ungeheuer schockiert und wahrscheinlich noch mehr wütend. Es war ein solcher Hass, der uns entgegenschlug, von vieler Seite und von den Medien, von der Springer-Presse geschürt, dass für uns ganz klar war, der Marsch muss gegen das Springerhaus sich richten. Ebenfalls in der wütenden Menge vor dem Springer-Hochhaus Ulrike Meinhof, die spätere Top-Terroristin. Gemeinsam mit dem jungen Journalisten Stefan Ost. Ulrike Meinhof und ich haben dann in dieser Menschenmenge gestanden. Vorne sozusagen direkt an der Front klirrten dann auch die Scheiben. Es wurden Steine von hinten nach vorne durchgereicht. Wir haben sie auch weitergereicht. Ich habe sie nicht fallen lassen, muss ich zugeben. Habe sie nicht geworfen, weil ich noch nie werfen konnte und weil ich ohnehin kein Steinewerfer bin. Der Funke springt aufs ganze Land über. Es kommt bundesweit zu Anti-Springer-Krawallen. Die Unruhen an Ostern 68 sind die schwersten der jungen Bundesrepublik. In der Folge radikalisieren sich einige in Splittergruppen bis hin zum Terror der Roten Armee-Fraktion. Andere aber aus der 68er-Generation machen Karriere, so wie Stefan Aust. Er sitzt heute als Herausgeber der Welt in einer Führungsposition im Springer-Hochhaus an der Rudi-Dutschke-Straße. Auch Hans-Christian Ströbele machte sich auf den Weg durch die Institutionen. Bis hinauf in den Geheimdienstausschuss des Deutschen Bundestages. Ein Ministerposten wie Joschka Fischer wollte er nie. Seit kurzem ist der letzte 68er im Ruhestand. Doch am 1. Mai ist sein Platz auf der Demo in Kreuzberg. Ich war von Anfang an dabei, immer. An jedem 1. Mai, bis auf einmal, da weiß ich noch, Ende der 80er Jahre, da habe ich gefehlt. Da war ich irgendwo, weiß ich nicht, verreist. Aber gefühlt ist es die tausendste, ja. Viele tausend Tage mehr verbrachte er hier im Reichstag. Der doppelte Ströbele, Demonstrant auf der Straße und Vertreter des Volkes. Ein weiter Weg vom Sohn des Fabrikdirektors zum Anwalt der APO bis zum grünen Veteranen des Bundestags. Gewählt wurde er als Rebell, am liebsten auch gegen die eigene Partei. 1999 ein Schlüsselereignis. Rot-Grün entscheidet über den ersten deutschen Auslandskriegseinsatz im Kosovo. Ströbele ist der Einzige, der im Parlament widerspricht. Ich verstehe meine Fraktion nicht, die Friedenspolitik machen will. Und sie setzt sich hier hin und ist damit einverstanden, dass, wenn Krieg ist, von deutschem Boden nach 54 Jahren wieder Krieg ausgeht, dass dann darüber hier nicht einmal geredet wird.
Ich schäme mich für dieses, mein Land, das jetzt wieder Krieg führt im Kosovo und das wieder Bomben wirft auf Belgrad. Ist das das Prinzip Ströbele? Einmal Rebell, immer Rebell, dass man gezielt Grenzen überschreiten muss, um etwas zu erreichen? Ja. Ja. Also in so einer Situation hätte ich mich auch von niemand aufhalten lassen jetzt, außer mit Gewalt. Aber dieses Prinzip der begrenzten Regelverletzung, muss man ja sagen, ist ja kein böser Akt jetzt oder kein verbrecherischer oder strafbarer oder irgend sowas. Die Ruhe des Parlaments zu stören und da nach vorne zu gehen und sagen, wir müssen jetzt darüber reden, das habe ich auch gelernt und das auch in der APO, wo wir das ja auch für uns in Anspruch genommen haben. Störenfried Ströbele, ein Bürgerkind durch und durch. Geboren 1939 in Halle an der Saale. Der Vater Chemiker bei Leuna, die Mutter Anthroposophin. Vater Rudolf ist ein einfaches NSDAP-Mitglied. Nach Kriegsende gehen die Ströbeles in den Westen. Hans Christian liebt Winnetou, schafft in Marl das Abitur mit Ach und Krach. 1959 wird er Kanonier bei der Bundeswehr. Ich habe auch gern geschossen, so war das damals. Und ich war auch im anderen Schießen treffsicher. Ich heute noch manchmal, wenn ich irgendwas in Papierkorb werfe, so aus der Entfernung, dann denke ich, naja, hast ja wieder getroffen. Anfang der 60er Jahre studiert Ströbele Jura im geteilten West-Berlin. Er engagiert sich als Fluchthelfer für DDR-Bürger. John F. Kennedy ist sein Idol. Alles spricht für eine gediegene Anwalts- oder Richterlaufbahn. Bis im Juni 67 die Schüsse auf Benno Ohnesorg fallen. Für Ströbele der Tag, der alles ändert. Er meldet sich bei Anwalt Horst Mahler, hier in der gutbürgerlichen Wilmersdorfer Konstanzer Straße. Er stellt sich auf die Seite der Studentenbewegung. Das hat sich natürlich erstmal entwickelt von 67, 68, 69. Aber 69 wollte ich eine Revolution, eine revolutionäre Veränderung der staatlichen Verhältnisse, der Machtverhältnisse in Deutschland. Und ich wollte auch die Gesellschaft grundlegend verändern. Davon war ich so überzeugt, dass das richtig und dringend notwendig ist, dass da nichts anderes gibt, dass ich mein ganzes Leben darauf eingestellt habe. Als 1975 die RAF-Verfahren beginnen, ist Ströbele neben Otto Schily einer der wichtigsten Anwälte. 5 Tage vor den Stammheim-Prozessen wird er ausgeschlossen und später wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung zu 10 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Bis heute bestreitet Ströbele den Vorwurf, Briefträger der RAF gewesen zu sein. Die Boulevardpresse attackiert ihn als Terrorkomplizen. Der Verfassungsschutz observiert den Anwalt jahrelang. Getreu dem 68er-Motto, alles Private ist politisch. Ähnliches passierte auch zu Hause, wo ich auf einer Geburtstagsfeier dann auch die Gäste damit amüsiert habe. Da habe ich gesagt, guck mal, da unten stehen sie wieder. Und dann gesagt habe, wollen wir sie mal ein bisschen ärgern. Und dann bin ich runtergegangen, habe mich in mein Auto gesetzt, bin einmal ums Quadrat gefahren und habe gesagt, guck, der kommt hinter mir her. Und der kam dann auch wieder. Und ich glaube, einer hat ihm dann auch Kuchen angeboten. Ende der 70er Jahre muss sich Ströbele neu erfinden. Statt um die RAF kümmert er sich nun um Busspuren und Kleingärten. Reformen statt Revolution. Er schlüpft in seine Lieblingsrolle als Robin Hood, als Kämpfer gegen die Mächtigen und ihre Machenschaften. Er ist Mitbegründer der Grünen und der Linken Tageszeitung. Ich stelle mir vor, dass längerfristig die Tageszeitung das Lesen einer anderen Tageszeitung überflüssig macht. Gemäß seinem 68er-Anspruch mischt sich Ströbele weiter konsequent ein. Damals wie heute. Gegner werfen ihm Besserwisserei vor. Seine Sturheit beschert ihm Widerstand aus den eigenen Reihen. 2002 der Schock. Die eigene Partei lässt ihn fallen. Ein sicherer Listenplatz für den Bundestag wird ihm verwehrt. Ich war zutiefst enttäuscht und innerlich empört. Ich habe mich dann ganz hinten hingesetzt und alle möglichen haben gesagt, kandidier doch noch mal, vielleicht kriegen wir auch einen Platz mehr oder so. Ich habe gesagt, nein. Und ja, dieser Unmut oder dieser Ärger hat dann Tage angedauert und habe ich nach Wegen gesucht, wie kann ich es denen jetzt zeigen? Ganz einfach. Ströbele kandidiert auf eigene Faust.
Viermal holt das Urgestein der Grünen das Direktmandat im Berliner Szenebezirk Kreuzberg-Friedrichshain. Für ihn ein persönlicher Triumph. Und so streitet er munter weiter gegen Lobbyisten oder für den US-Whistleblower Edward Snowden. Ende 2017, im Alter von 78 Jahren, geht er, eher unfreiwillig, nach 21 Jahren im Bundestag. Seitdem twittert er: Die Welt ohne Ströbele, für den ewigen 68er nicht vorstellbar. Und so eilt er als Politrentner von Termin zu Termin, auch wenn der Radius etwas kleiner geworden ist. Im Dezember 68 setzt die Apollo 8 die Testphase vor der Mondlandung fort. Dabei entstehen diese Aufnahmen von der Erde. Den Astronauten bietet sich ein faszinierender Blick über die Mondoberfläche auf den blauen Planeten. Auf der Erde dauert es noch ganze 3 Jahre, bis im bayerischen Passau die Stadtväter kapitulieren. Als eine der letzten Städte in Mitteleuropa hebt der Stadtrat offiziell 1971 das amtliche Bikini-Verbot auf. Der Grund? Die Passauerinnen halten sich einfach nicht daran. Originalaufnahmen belegen das. Wenn die Zeit reif ist, können sich Dinge ändern. Das war 1968 so und ist heute auch nicht anders. Alle waren wir überzeugt, dass wir jetzt sofort die Welt verändern. Nur das Problem war bei den 68ern, die wollten in der Tat auch noch den letzten bolivianischen Bauern befreien. Aber sie hatten ihre eigenen Freundinnen und Frauen vergessen. Leipziger Buchmesse im Frühjahr 2018. Auftritt der Grande Dame des Feminismus. Wo sie gastiert, ist es voll. Die 76-Jährige ist eine der bekanntesten Deutschen. Sie stellt ihr jüngstes Buch »Meine algerische Familie« vor. Doch vielmehr wartet das überwiegend weibliche Publikum auf Zuspruch und Ermutigung. Die Lebensrolle der Alice Schwarzer. Ich hatte das Buch »Der kleine Unterschied« und seine Folgen gelesen, kurz vor ich heiratete. Ich wollte nicht mehr heiraten. Naja, ich habe es trotzdem getan und habe es bereut. Ich finde die einfach nur toll. Wir wären heute nicht in der Position, in der wir jetzt alle so sind. Na, wir sind ja alle berufstätig sehr eingespannt, ne? Wenn es solche Leute wie Alice Schwarzer nicht gegeben hätte. Ich bin ja bei den Großeltern groß geworden. Und mein Großvater hatte eher den mütterlichen Part. Und die Frau war die Intellektuelle, die Politische. Ich wusste also, es kann auch so sein. Und als ich in die Welt ging, war ich erstaunt und so ein bisschen empört. Ich dachte, nee, so geht's doch nicht. Alice Schwarzer, 1942 geboren. Ein uneheliches Kind. Ihre Großeltern sind entschiedene Nazi-Gegner. Kindheit auf dem Dorf, Jugend in Wuppertal. Sie will unbedingt Journalistin werden. 1968 schreibt sie an ihren damaligen Lebensgefährten, den Jurastudenten Bruno: Das Motiv meines ganzen Handelns ist die Gerechtigkeit. Alles andere wäre für mich ein verpasstes Leben. Während die 68er Männer auf die Barrikaden gehen, recherchiert die junge Volontärin für die Düsseldorfer Nachrichten im Rotlichtmilieu. Ich sehe mich noch in dieser Bordellküche sitzen mit denen. War ganz überrascht, dass die nach ihrem Job immer schon nach 10 Minuten zurückkamen und so. Das war mir nicht so ganz klar. Und nachdem das erschienen war, mein Bericht, rief mich eine von den Frauen an und sagte: Fräulein Schwarzer, wollen wir nicht zusammen eine Zeitung machen? Also da spürt man, da lag was in der Luft, nicht? Alice Schwarzer zieht es nach Paris. Dort arbeitet sie als Korrespondentin, lernt die Philosophin Simone de Beauvoir kennen und kämpft in vorderster Reihe für die französische Frauenbewegung. Aus Paris importiert sie die Kampagne gegen den Abtreibungsparagraphen 218. Anfang der 70er veröffentlicht der Stern das Bekenntnis von 374 Frauen. Wir haben abgetrieben. Der Auslöser für die deutsche Frauenbewegung,
das 68 in Sachen weiblicher Emanzipation. Unbeschreiblich, unbeschreiblich. Die Frauen sind einfach, die waren plötzlich außer Rand und Band. Gruppen taten sich in Betrieben zusammen, Nachbarinnen fingen an zu reden, an der Uni fingen an, die Frauen fingen an zu reden. Vorher haben sie sich geschämt und haben geschwiegen und plötzlich haben sie gesagt, nein, ich schäme mich nicht mehr. Jetzt sag ich, was los ist. Und bei dir ist dasselbe los, bei dir auch. Und jetzt tun wir was. Aus dieser Bewegung entsteht Schwarzers Lieblingskind, die Emma. Die Frauenzeitschrift existiert noch heute. Längst ist die Kölner Feministin eine öffentliche Person, gehört zum Inventar der Republik. Beliebt wie bekämpft, verehrt wie verdammt, Heldin wie Hexe. Ihre Bühne, Talkshows. Ihre Waffe, Schlagfertigkeit. Ihr Markenzeichen, Angriffslust. Wenn Sie in Ihren Büchern das Wort Frau ersetzen würden durch das Wort Jude oder Neger, dann wären Ihre Schriften reifeln Stürme. Sie sind nicht so ein wahnsinnigen Unsinn. Das ist kein Wahnsinn. Sie sind nicht nur Sexistin, Sie sind auch Faschistin. Herr Löwitsch, gucken Sie mich mal an. Gucken Sie mich mal an. Stell mal vor, es würde sich eine Frau benehmen wie Sie. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Sie aber spielen das Weibchen. Ich bin doch ein Weibchen. Wie weit hätten Sie es denn eigentlich als Mann gebracht? Na, hoffentlich nicht weiter, weil mir genügt es. Ich tauge ja nicht zum... Ich bin ja nicht in die Institutionen gegangen. Ich bin ja unabhängig geblieben. Und ich glaube, auch in einer Partei, da wäre ich noch nicht mal Kassenwart geworden. Alice Schwarzer hat die Verhältnisse zum Tanzen gebracht. Hätten das... Seit der 68er-Revolte ist sie Deutschlands wichtigste Frauenbeauftragte. Eine Art Aufsichtsratsvorsitzende des Feminismus. Sie ist nah bei der Kanzlerin, wettert gegen den Kopftuch-Islam, schreibt für die Bild-Zeitung. Ihre Gegner werfen ihr Selbstinszenierung vor. Deutschland habe sich in den letzten 50 Jahren geändert, sie nicht. Und sie hat sich angreifbar gemacht. Mit ihrer Schweizer Steueraffäre wurde die Anklägerin zur Angeklagten. War das ein Fehler? Ja, sicher ist das ein Fehler. Wenn ich schon nur den Ärger betrachte, den ich deswegen hatte, ist doch klar, dass das ein Fehler ist. Da haben wir es doch sogar. Ich mache schon mal einen Fehler. Das ist ja sehr beruhigend. Wäre ja unheimlich, wenn das nicht so wäre. Heißt älter werden konservativ sein? Werden die 68er am Ende wie ihre Eltern? Bleiben nur noch Besitzstandswahrung und Verteidigung der eigenen Biografie? Ein halbes Jahrhundert nach dem Aufbruch sind die Helden von damals eher bescheiden geworden. Also 68, es geht immer weiter, es geht dem Horizont entgegen, unter dem Pflaster der Strand und so weiter. Und jetzt sagen wir, Achtung, jetzt bloß nicht zurückgehen. Wir sagen nicht weitergehen zurzeit. Wir sagen zurzeit, sowohl geschlechterpolitisch wie allgemeinpolitisch, Vorsicht, nicht zurückgehen. Wir versuchen, das Erreichte zu halten. Längst sind die 68er museumsreif. Reha statt Revolution. Eine Ausstellung in der Berliner Kulturbrauerei. Hier hängen Porträts der Veteranen. Aufgenommen von Deutschlands bekanntesten Fotografen Jim Rakete. Er war damals 17 und schleppte die Ausrüstung für seinen Lehrmeister Ludwig Binder durch das straßenkampfgeschüttelte West-Berlin. Die beiden waren immer dabei. Die 68er-Bewegung ist leider nicht so richtig gut mit Frauen umgegangen. Und sie hatten auch eine Diskussionskultur, die ich problematisch fand. Und man hat die Welt verändert in nächtlichen Gesprächen, aber vergessen, die Aschenbecher zu leeren. Aus den Meuterern von einst wurden Minister wie Otto Schily oder berühmte Models wie Uschi Obermeier. Aktivistinnen wie Gretchen Dutschke oder Dschungelcamp-Promis wie Rainer Langhans. Andere wurden Chefredakteure, Professoren oder Politiker. Keine Generation hat so viel bewegt und so viel erreicht, ist so sehr verdammt und verurteilt worden wie die 68er.